Ja, Leute, was geht ab? Willkommen zurück zur nächsten Folge Vikings, Wolves of Midgard. Nicht wundern, dass ich hier direkt... Ups. Bleiben und fortfahren. Nicht wundern, dass ich hier direkt irgendwo starte. Und zwar ist es so, das ganze Ding hier, diese Mission, die heißt Rache, die habe ich schon aufgenommen gehabt eigentlich. Aber aufgrund irgendeines bekackten Fehlers wurde die Aufnahme nichts. Das heißt, nach... Weiß ich nicht. Also ich habe das schöne 46 Minuten aufgenommen, doch nach 10 Minuten hat man einfach nichts mehr gesehen. Deswegen muss ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Deswegen nicht wundern, wir haben direkt gestartet. Wir sollen Rache nehmen an den Trollen. Und ich bin jetzt hier in diesem Trollgebiet und muss unter anderem Trolltotems vernichten, Trollhexen zerstören und wie immer am Ende irgendeinen Endboss killen. Urf, genau. Dann machen wir das Ganze mal. Also das Ganze wieder von vorne. So, und ich habe mir etwas Cooles letztes Mal angeeignet. Was ist angeeignet? Aber überlegt. Und zwar... Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, warum ich nicht mal mit dem Bogen kämpfe. Das hat sich als sehr effektiv erwiesen, gerade bei den Bossfights, um die Typen auf Distanz zu halten. Das kann man nämlich ganz einfach mit X wechseln, die Waffensets. So, und unbedingt auf die Kälteanzeige achten. Hatte ich schon fast ganz vercheckt, dass es das überhaupt gibt. Und so kann man sehr schnell erfrieren. So, einmal ein bisschen auftanken. Und dann geht's weiter. Am Ende kommt ein richtig krasser Bossfight mit einem riesigen Troll. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal auch in einem. Also in dem ersten Zug direkt. Und diese ganzen Trolle sind super nervig, genauso wie diese Hexen hier. Trollhexen. So, das sind hier so schöne Jotun-Riesen. So, die werde ich jetzt mal auf den Bogen wechseln. Also super effektiv, weil klar dauert das dann natürlich länger, aber zwischendurch kann ich dann wieder auf meine normale Waffe wechseln und den einfach mal platt machen. Bam! So langsam friere ich zum Eisblock. Das habe ich mir jetzt wirklich angewöhnt seit der letzten Aufnahme. Weil es wirklich super, super hilfreich ist. Klar, dauert zwar ein bisschen länger dann, bis man die platt macht, aber dafür wird man nicht so sehr beschädigt. Dieser Typ schmeißt nämlich so richtig behinderte Felsen und betäubt einen. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen mehr geskillt hätte, ist mit dem Bogen, dann würde ich jetzt natürlich noch mehr Schaden machen, aber... So, das geht doch einfach, oder? Vor allem nehme ich da nicht so viel Schaden. Und kann den schön auf Distanz halten und dann in Ruhe platt machen. So, der wärmere Ort ist hier. Ich hatte auf jeden Fall letztens, also als ich das jetzt hier aufgenommen habe, hatte ich sogar lila Gegenstände gefunden, aber irgendwie finde ich die nicht im Inventar oder habe sie nicht gefunden. Deswegen weiß ich nicht genau, was damit auf sich hat. Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Also die war definitiv nicht im Inventar, da habe ich schon praktisch irgendwas falsch gemacht habe. Oh shit.
Komm her, Junge. Scheiße, er hat mich betäubt. Ein bisschen aufpassen hier. Ah, diese feuerspeienden scheiß Lava-Dinger hier machen relativ viel Schaden. Und sind richtig nervig. So, jetzt gehe ich einmal hier wieder zurück. Ich darf nämlich diese Totems hier nicht übersehen. Boah, jetzt geht's aber ab hier. Wo ist aber eine Trollhexe? Die muss ich erst platt machen. So, weil die spawnt nämlich diese ganzen Trolle. Ach scheiße, Alter. Scheiße, ich Idiot. Okay. Da willst du also auf die harte Tour. So geht das. Feinde sind hier, weil hier noch ein Totem irgendwie ist. Ja. So, das war's hier aber. Genau, und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich diese Heilungstalismane wieder auflade. Ich weiß, die laden sich eigentlich automatisch auf, aber ich weiß nicht wann, also... Ach, genau, jetzt kommt irgendwas, eine fette Hexe. So, neuer Gegenstand, Mjolnir-Kopf, genau. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwelche Gegenstände zum Equippen sind, diese Lilan, oder vielleicht irgendwelche, ich weiß es einfach nicht. Weil, werde ich euch ja zeigen. So, diesen Gegenstand habe ich jetzt hier nicht im Inventar. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ach, aber ich wollte eigentlich was wechseln, und zwar den Talisman hier. Wo ist denn der? Genau, ich habe jetzt irgendwas mit Feuer. Ich möchte aber diesen eisigen Windstoß, der hört sich ziemlich cool an, der getroffene Feinde zu Eisblöcken erstarren lässt. Das werde ich mal nehmen, das ist meine Spezialfähigkeit jetzt. Genau, die ist viel cooler. Die hatte ich letztens auch schon getestet. Genau, ich weiß halt nicht, was das mit diesen lilanen Gegenständen auf sich hat. Dann vielleicht könnt ihr mir da helfen. Scheiße. Sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. So, jetzt kommt das ultimative Rätsel des Spiels. Ich muss jetzt hier nämlich so Behälter mit Lava füllen, um das Tor zu öffnen. Was? Letztes Mal war das korrekt so. Ah, oder so. Super schwierig. So. Checkpoint abholen.
Volle Dröhnung geben. Das Ding ist, er macht natürlich sehr viel Schaden. Deswegen auch mit dem Bogen, aber jetzt dauert das hier alles wieder viel zu lange. Scheiße. Dieser Arsch, jetzt reicht's. So. Es dauert natürlich ziemlich lange mit dem Bogen, aber gerade in solchen Situationen ist es, glaube ich, ganz geil. Ich werde es auf jeden Fall versuchen weiterzumachen. Diese Trolle, die nerven voll. Es gibt ja auch so kleine Höhlen, wo die Trolle immer und immer wieder rauskommen, irgendwie endlos. Wenn ich da vorstelle und warte, dann hört das gar nicht mehr auf. Das hatte ich schon getestet. Das sagst, Kumpel. Schnell wieder zurück zum Feuer. Oh shit. Zu. Ah, diese schönen Zeitlupenaufnahmen. Sind doch immer wieder nett. Wie das ist zum Beispiel jetzt so eine Höhle. Wenn ich jetzt hier warte, die kommen immer wieder raus. So, wenn ich hier fertig bin, gleich irgendwann, dann werde ich auf jeden Fall zum Runenschmied gehen, weil ich jetzt herausgefunden habe, nachdem ich mir Tipps habe geben lassen, danke nochmal dafür, wie ich diese Runen, beziehungsweise wie ich die graviere. Nee, Quatsch, wie ich die sockle an den Waffen. Das ist eigentlich ziemlich einfach, das hat auch gut geklappt und das bringt auch relativ viel Schadenzuwachs. Also ist das relativ viel, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Spürbar auf jeden Fall. So, jetzt. Erstmal diesen Typ hier.
So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Alter Scheiße. Zum Glück ist hier so ein Heilding. Mein Gott. Die halten ordentlich was aus. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil ich sonst sterbe. Also in der Kälte. So. Bisschen aufladen hier, bisschen Energie tanken. So, Checkpoint erreicht. Kommt schon wieder so ein Riese, man hört das direkt. Was? Ich bin auch ausgewichen. Scheiße. Was ist denn das für eine Reichweite? Diese Scheißfelsen. Bam! So, der war gut. Da waren ein paar gute Crits dabei von dem Bogen. So, noch ein bisschen auftanken. Und weiter geht's. Ey, noch einer, das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Hi. Ja, so langsam habe ich den Dreh raus. Also wenn er uns, wenn er einen einmal erwischt, ne, der macht wirklich mega viel Schaden. Da muss man wirklich aufpassen. Natürlich nichts im Vergleich zu den End-Boss-Fights, wie jetzt hier oben gleich. Ja, das sind nämlich diese zwei Höhlen, die ich meine. Da will ich jetzt einfach mal weggehen, sonst hört das gar nicht mehr auf. So, hier ist noch einer. Oh, das ist aber sogar ein gepanzerter YouTube. Der hält natürlich ein bisschen mehr aus, wie man sieht. Bisschen Rage-Modus. Neuer Zornrekord. Geil. Bam! Das war eine geile Kombo. Moment, neuer Bogenschütz-Totem, neuer Gegenstand. Was ist das? Lass mich mal angucken. Achso, ich habe jetzt ein heilendes Totem. Was bringt das denn? Angriffsgeschwindigkeit. Hm,
Ja, es macht ja keinen Sinn, aber ich hatte auch gerade, glaube ich, einen Bogen eingesammelt, der aber schwächer ist. Gut. So, weiter geht's. Aber es kann es sein. Moment. Angriffsgeschwindigkeit, geil. Kann das sein, dass ich irgendwie Totems übersehen habe? Ich habe nur 9 von 15. Ich bin doch eigentlich überall hingelaufen. Hm. Komisch. Wie lange läuft denn dieser cool. Dieser Schrein? Hm, steht da gar nicht. Ich verliere noch einen Finger, wenn ich dachte, man einen wärmeren Ort gelange. Ja, jetzt bin ich an einem wärmeren Ort, keine Sorge. Schnell heilen. Ach, hier ist noch ein Totem. So, ich habe aber auch noch keine Eisenschädel eingesammelt. Das ist irgendwie merkwürdig. Wisst ihr was? Dann werde ich nochmal zurückgehen. Bevor ich da reingehe. Und gegen diese fette Monstrosität kämpfe. Ihr werdet sehen, was ich meine. Irgendwie. Kann das hier aber nicht kaputt hauen. Hm. Vielleicht. Ah doch, es geht. Ach, eiserner Schädel. Guck mal, davon brauche ich auch 3. Ich habe auch noch nicht alle Trollhexen. Ach, hier war ich noch nicht. Okay, das erklärt dann einiges. So, hi Trollhexe, dich brauche ich auch. So, wo ist der Dicke? Fucking Trollex, da bin ich echt dran. So, jetzt kann's abgehen. So, schnell wieder ans Feuer, ein bisschen auftanken, ne? Ups, ey, ans Feuer. So. Und, hier geht's jetzt weiter. Ein Checkpoint hier reicht nicht. Ich glaube sogar, dass ich das letzte Mal übersehen hatte, als ich das was ich hier gezockt habe. Kriegt er die volle Packung. Oh, jetzt hat er mich aber ordentlich erwischt, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Muss mich heilen, leider einmal. Was heißt leider, aber ich will nie diese Dinger ausgeben, diese Totems, diese Heilungstotems. Berserker-treu, wie lächerlich. So, hier ist aber noch so ein Totem. Totem. War's hier aber. Ah, hier ist aber noch eine Kiste. Wahrscheinlich ist hier noch ein eiserner Schädel drin, richtig. Hm. Aber ich habe dennoch was übersehen anscheinend. Denn ich brauche noch 3 Totems und einen eisernen Schädel. Muss ich eigentlich eine Karte? Ja, klar. Hm.
Eigentlich war ich überall. Egal, dann gehe ich einfach noch weiter. Gehe ich mal wieder zurück. Wahrscheinlich habe ich auch einfach nur die Dinger übersehen. Also irgendwo eine Kiste und drei Totems habe ich übersehen. Kann ich denn... Boah, ich hab ganz viel Blut zum Opfern. Das will ich auf jeden Fall gleich machen. Ach, hier ist eine Kiste. Na gut, da war aber nichts drin. So, dann geht's wieder zurück in die Höhle. Einmal checken, ob wir hier alles gemacht haben. Hier ist ein Schrein. Hier oben waren wir auch, ne? Genau, hier hatten wir ja den Bossfight. Hier habe ich die Kiste auch schon geöffnet. Also was heißt Bossfight, sondern diese fette Trollhexe war hier drin. So, ansonsten. War hier eigentlich weiter nichts, bis auf ein paar blöde Trolle. Rechtsrum bin ich ja auch schon gerannt. So, dann gehe ich wieder raus. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nervig, aber ich möchte alles hier einsammeln, beziehungsweise ich möchte... Die Trolltotems noch finden, die drei Stück, und ein eisernen Schädel brauche ich noch. Wo könnte das sein? Vielleicht hier unten? War ich hier überhaupt? Kann es sein, dass ich hier nicht war? Doch, klar war ich hier. Hier war eine Truhe, genau. Ich habe eigentlich alles eingesammelt. Nee, viel weiter runter geht's ja gar nicht. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Das ist merkwürdig. Nee, von hier bin ich gekommen. Hier war der Anfang. Kann ich gerne nochmal gucken. Ja. Tja, dann geht's jetzt der fetten Bertha an den Kragen. Ich habe echt keine Ahnung. Ihr habt's gesehen, ich habe extra nachgeguckt. Ich habe, glaube ich, nichts übersehen. Vielleicht jetzt auf dem Rückweg, vielleicht sehe ich da noch was, was ich gerade nicht gesehen habe, aber... Was ist eigentlich hier? Ne, nix. So, gehe ich nochmal hier rechts lang. Truhe hatte ich schon. Hier liegt noch irgendwas. Gold. Ach, guck mal. Hier ist nochmal ein Foto. So, eins habe ich schon gefunden. Also doch nicht alles hier gesehen. Aber hier ist definitiv nichts mehr. Oh, ich sehe aber gerade was. Ich glaube, hier war ich noch nicht, wenn man hier rechts rumgeht. So, hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oh yeah. Da haben wir es doch. Und hier ist eine Truhe mit dem eisernen Schädel. Sehr geil. Okay, da brauche ich eigentlich nur noch ein einziges Totem. Das muss hier irgendwo sein. Ich habe es auf jeden Fall übersehen. So, ich will jetzt aber erstmal ein bisschen Blut opfern. Ich stehe auf Blutopfer. So, was brauchen wir denn? Schaden, maximale Gesundheit. Stufenaufstieg, was? Maximale Gesundheit. Was? Ich hab nur einen Punkt zur Verfügung? Was ist das denn? Dann würde ich sagen, gehen wir auf maximale Gesundheit.
2 neue Gabenpunkte. Perfekt. Wie öffne ich das Gabenmenü nochmal? Gaben. So. Das wollen wir dann auch direkt mal machen. Also, was haben wir denn hier? Wir haben... Ich bin ja bei Loki unterwegs, ne? Könnte auch theoretisch irgendwo anders unterwegs sein. Stab... Ah, ne. Ich brauche Loki wegen beidhändig. Aktive Gabe. Wellenschlag. Kann ich das machen? Wo bin ich denn? Muss ich wahrscheinlich erstmal das hier machen. Du musst zunächst Altar 2 bauen. What? Blut und Seelen. Ja, ich möchte den Klingwirbel erhalten. Loki. Geil! Klingwirbel! Was ist denn? Achso, Altar 2. Okay, alles klar. Aber jetzt habe ich Klingenwirbel. Ohne Klingen. So, aber, Leute, ich brauche noch ein Totem. Ich habe es übersehen, wie ich zum Beispiel diese Kiste hier auch übersehen habe. Irgendwo muss hier noch so ein Trolltotem sein. Kontrollpunkt. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn dieses Kackteil? Ich war doch wirklich überall. Dann gehe ich einfach nochmal hier nach links. Ach, hier. Ja, geil. Bam, so einfach ist das. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So, und jetzt geht's der fetten Bertha wirklich an den Kragen. Es wird hart, es wird schwierig, aber wir werden es packen. Schnell heilen noch. Komm, den lasse ich am Leben. Heute ist dein Glückstag, Kumpel. So. Jetzt ist es soweit. Ja, ich bin bereit. So. Jetzt Konzentration, jetzt geht's los. Das wird heftig, sie ist super riesig. Das kommt mir vage bekannt vor. Scully, kümmert euch um den Angreifer. Ich werde meine Zeit nicht mit Ungeziefer vergeuden. Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. So, das ist Scully. Scully in Mulder. Die macht sehr heftigen Schaden. Und ist sehr riesig. Man muss ein bisschen aufpassen, deswegen auch mit dem Bogen. Lässt so Felsen von oben fallen. Ich weiß, es wird ein bisschen dauern mit dem Bogen, aber... Scheiße, sie hat mich einmal erwischt, die blöde Kuh. So ein bisschen aufpassen, scheiße. Weil die ist wirklich so riesig, dass ich wirklich ein bisschen brauche, bis ich wegkomme. Scheiße. Nein, lauf! Ich weiß, es ist vielleicht nervig, das wird auch wirklich ein bisschen dauern, aber... So bin ich aber auf der sicheren Seite bei der Eulen. Das Problem ist, ich habe keine Möglichkeit, mich zu heilen. Was? Ja, pass mal auf, Perle. Scheiße.
Mann, shit. Komm schon, die Hälfte habe ich fast geschafft. Alter, was? Scheiße, ey. Scheiße. Boah, hat die eine Reichweite. Alter Schwede. Scheiße. Komm schon. Ja, ich hüpfe auch immer genau rein in die Dinger. Scheiße. Kali, was ist noch mit dir passiert, ey? Vom FBI-Agent zur fetten Bertha. Nicht übermütig werden. Lauf doch! Ey, das ist behindert. Weil die so fett ist, denkt das System immer, dass ich die angreife. Schon halt durch, Buckman Björnsson. So, den Rest gebe ich hier so. Yeah! Huh. Das war knapp. Neuer Gegenstand. Sumbrandere. Das ist eine Klinge, glaube ich. Von diesem Tage an würden die Jötun die Ulfung nie wieder unterschätzen. Aber Grimnir war der Rache des Kriegswolfes entkommen. Und dorthin, wohin er verschwunden war, konnten sie ihm nicht folgen. Weißt du was, Grimnir? Fick dich! So, geschafft! Endlich! So, jetzt müssen wir uns ein bisschen Gelaber von so einer Hexe anhören. Nicht von Hexe, doch von Hexe. Ihr seid es also. Unsere Hoffnung in diesen düsteren Zeiten. Kenne ich euch, Weib? Beherzigt meine Worte, Häuptling der Ulfung, da das Schicksal aller Clans von Thule von euren Taten abhängt. Grimnir Zackenzahn, der Riese, der euer Dorf verwüstete, dürstet danach, die Eisgiganten zu wecken und Asgard zu belagern. Sollte er Erfolg haben, bringt er Ragnarök auf den Plan, und ewiger Winter fällt über die neuen Welten herein. Und ihr habt einen verrückten Plan, ihn aufzuhalten, nehme ich an. Seine Todfeindin, die Riesin Simul, trachtet nach seiner Niederlage. Sie scheint es vielleicht als einzige wert zu sein, als Bündnispartner gewonnen zu werden. Ihr Herrschaftsgebiet liegt oben in Utgard. Und sie gewährt jedem eine Audienz, der stark genug ist, zu ihr zu gelangen. Nun, wart ihr schon immer verrückt?
Oder hat euch der Wahn erst kürzlich ereilt? Schätzt das Unglück, das uns bevorsteht, nicht falsch ein, Kind. Versäumt ihr es, schnell zu handeln, sind wir alle dem Untergang geweiht. Die zwei Runen vermögen das Tor zu Simuls Reich in Utgard zu öffnen, wenn die Städte Fangsgars ihre Melodie erklingen. Ihr sollt die Runen erhalten, sobald ihr einen neuen Feind besiegt, der schon heute daran ist, euren Nachbarn zu unterjochen. In dem Falle, danke für die unheilvollen Prophezeiungen, verrücktes Weib. Macht euch nur lustig, aber ihr werdet den von mir vorgesehenen Weg gehen. Ich werde wiederkommen, Kriegswolf, sobald ihr die beiden Runen in euren Besitz gebracht habt. Wartet, Weib! Wo vermag ich diese Runen zu finden? Bei Hels Nippeln. Sie ist verschwunden! Nun, wen kenne ich nochmal, der etwas über Runen weiß? Die ist verschwunden, ey. Voll noch am Abdackeln. Wisst ihr über diese Hexe und ihre zwei Runen? Die Seherin verlässt nur selten ihre Abgeschiedenheit. Dass sie heute herkam, verhieß nichts Gutes. Vater, was wisst ihr über die Runen, von denen sie sprach? Die zwei Runen, die Seherin erwähnte. Vielleicht meint sie ja Hagalas und Kenas. Kenas ist die Fackel. Feuer aus der Erde. Ein Zeichen für die Beständigkeit des Wissens. Hagalas ist das Hagelkorn, Eis aus dem Himmel. Ein Zeichen für Zerstörung und Umbruch. Ein gegensätzliches Paar, Wissen und Desaster, Feuer und Eis. Ich wette, dies sind die Runen, nach denen ihr suchen solltet. Aber seid gewarnt, gewöhnliche Runensteine verfügen nicht über die Kraft, ein Portal hervor... Vergesst nicht, Vater, dass diese Runen von Odin selbst eingraviert wurden. Ich habe noch keinen Blick auf sie erhaschen können. Nicht ohne Grund wurden sie vor den Augen der Menschen verborgen. Das alte Weib sagte mir, ich solle die Runen bekommen, sobald mein nächster Rivale zu Fall gebracht wurde. Ein Feind, der in diesem Moment unser Volk unterjocht. Die Seher verheißen einen Schatten, der aus dem Süden über den Schwan und das Eisen herfällt. Ich höre die Runen am Strand von Swanung schreien. Vielleicht solltet ihr dort eure Suche nach den Runensteinen Kenas und Hagalas beginnen. Nun gut, macht das Langschiff bereit. Ich fahre aus, um mehr Heringe zu beschaffen. Oh yeah, wir gehen jetzt Heringe beschaffen. Nein, wir gehen diese Runen sammeln, aber erstmal... Habt ihr Runen, die ihr guck ich mir... wünscht? Ach so, habe ich schon. Kann das sein? Welchen Bogen benutze ich denn eigentlich? Wo ist denn eigentlich, Moment. Welche Runen habt ihr mir heute mitgebracht? So, das mit der Rune hatte ich anscheinend schon gemacht. Genau, und zwar funktioniert das so. Ah, Angriffsgeschwindigkeit. Ich nehme jetzt hier eine Rune, und zwar überall da, wo die Zahlen dran stehen. Und packe das einfach hier auf die Waffe drauf. Bäm, jetzt wird das eingraviert und jetzt hat dieser Bogen plus 7% Angriffsgeschwindigkeit. Das ist mehr als geil. Und ich merke gerade, wieso benutze ich nicht diesen fucking Trollgroßbogen? Der ist doch viel besser. Tatsächlich. Bam, den nehme ich jetzt. Welche Runen habt ihr mir heute mitgebracht? Lebensraub, kritische Trefferquote. Mist, hätte ich mal. Aber kann ich eigentlich hier die Runen wieder entfernen? Geht das? Geht es? Geht nicht. Schade, schade. Egal. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall einen neuen Bogen. Der sieht cool aus. Und wir gehen jetzt und finden die alten Runensteine. Aber das mache ich jetzt in der nächsten Folge, deswegen bleibt dran und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.